Hallo und herzlich willkommen zum vierten Vlog. Meine Götte, fängt schon gut an. Für den Kanal Mr. WeWork, meine Wenigkeit. Und wir sind heute im Saarland. Hinter mir könnt ihr es vielleicht schon erkennen. Es hat geschneit, ich bin mit dem Auto unterwegs und habe das natürlich nicht so gut gefunden. Aber was soll man machen? Schließlich muss ich arbeiten. Ladies and gentlemen, allow me to present Man Not Caring. Und das Wichtigste, was ich finde im Schnee, ich habe es im letzten Video versucht, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Zur Not. Schnee! Ich liebe Schnee. Nur nicht, wenn ich Auto fahren muss. Ich habe heute schon einige Unfälle gesehen. Ich hoffe, dass mir keiner beim Zurückfahren passiert. Und ja, hinter mir, ich weiß gar nicht gerade, welche Stadt das ist, um ehrlich zu sein. Es sieht einfach nur geil aus und deswegen habe ich diesen Ort hier dafür gewählt. Ich will über Kulturschock reden, aber kurz, nämlich einer kleinen Sache von Kulturschock. Ist nämlich, ich hatte ja bei mir die Marti im letzten Vlog gehabt, habt ihr euch vielleicht angeguckt. Wenn ihr euch nicht angeguckt habt, dann hänge ich hinten an das Video hinten ran den Vlog. Das heißt, da könnt ihr euch das dann anschauen. Kulturschock in dem Sinne, es geht gerade über Normen und Regeln in diesem Kulturschock. Weil, ganz einfach, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt mit der Marti, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich zu viel reklamiert habe und zu viel korrigiert habe. Und das hat halt auch bei Marti zu einem Kulturschock geführt. Aber eine wichtige Sache habe ich dadurch gelernt. Oder bin ich eben dadurch da auf diese Sache gekommen. Ganz einfach. Eure Kultur, in diesem Falle, weil ihr seid ja deutsch, die deutsche Kultur hat bestimmte Normen und Regeln. So. Und das heißt, ihr seid voll damit. Wenn ihr ein Gefäß nimmt, ist das Gefäß voll mit der deutschen Kultur. Es sei denn, ihr habt natürlich andere Eltern noch oder so, dann habt ihr natürlich noch von euren Eltern eben andere Kulturen oder ihr habt generell einen Migrationshintergrund. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall habt ihr Kultur voll. So, wenn ihr jetzt in eine neue Kultur geht, müsst ihr das Gefäß für diese Kultur sozusagen erstmal füllen. So, und jetzt kommt das nämlich, wo der Fehler dann teilweise gemacht wird. Es heißt nicht, dass ihr die Kultur nicht könnt oder nicht versteht oder, wie soll ich das sagen, dass ihr alles falsch macht. Nein, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr habt ein neues Gefäß, das ist nicht voll, ihr wisst nicht, was da rein muss. Woher auch, das müsst ihr von Situation zu Situation lernen. Und man kann nichts falsch machen. Das Einzige, was ihr macht, wenn ihr eine neue Kultur habt, ja, ist Lernen. Es ist Lernen, es ist Erfahrung und dadurch wird euer Gefäß oder euer Kontextwissen, sage ich mal, über die Kultur größer. Das führt natürlich dann dazu, dass ihr, wenn ihr unangenehme Situationen habt, die halt im Kulturschock vorkommen können, dann das nächste Mal eben besser lösen könnt und ihr im Endeffekt dann immer mehr darüber wisst. Es gibt auch, das würde ich aber dann nur in dem Kulturschock-Video, was ich auch noch machen muss, reinmachen, Theorien darüber, was für Typen es von Menschen gibt. Es gibt halt Leute, die ihre Kultur beibehalten und gar nichts lernen. Es gibt Leute, die halt das mischen, das Beste aus der alten, das Beste aus der neuen,
Kultur und es gibt Leute, die komplett die neue Kultur übernehmen. Das gibt es halt eben auch. Jo, und das zweite Thema werde ich jetzt gleich, aber nicht hier machen. Das geht über Versicherungen. Da habe ich mich informiert und das nehme ich dann aber zu Hause auf, weil ich muss noch gleich weiterfahren. Außerdem ist es kalt und ich will mir nicht die Finger abfrieren. In dem Sinn, bis gleich bei mir zu Hause. Jo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Vlogs. Ich hoffe, man sieht mich gut. Ich weiß aber, dass es schon relativ dunkel ist und das ist mir eigentlich auch gerade Wurst. Ich will es nur aufnehmen. Sieht auch ein bisschen verwuschelt aus, aber egal. Ich rede im zweiten Teil heute über eine nicht so spannende Sache, die aber trotzdem spannend sein kann, eventuell für euch, weiß ich nicht, die sich da nennt Krankenversicherung. In Deutschland brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären, wie die Krankenversicherung funktioniert. Ich habe aber zwei weitere Sprachen, in denen ich rede. Und da habe ich mir noch glatt gedacht, dann rede ich doch mal ein bisschen über die englische und die brasilianische Krankenversicherung. Wobei lustig ist, dass die englische so eine Mischung aus der brasilianischen und der deutschen ist. Und zwar folgendes. Im Englischen heißt die Krankenversicherung NHS, das ist die National Health Security. Die ist, soweit wie ich das weiß, kostenlos. Das heißt, da muss man nichts bezahlen. Selbst wenn man was bezahlen muss, ist dieser Betrag sehr gering. Der größte Teil wird eben von der Regierung bezahlt. Das hat aber eben die Auswirkung, dass das Ganze eben ja halt auch gekürzt wird. Ne? Wo man kürzen kann, kürzen Regierungen eben am besten bei der Gesundheit seiner Bürger. Und das führt dazu, dass diese NHS einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Und Ruf in dem Sinne, weil man muss sehr lange warten. Die Behandlung soll angeblich nicht so gut sein. Es fehlen die Ärzte. Und praktisch wie im Deutschen ist es auch so, dass eben bei den Engländern eben die Privatkassenpatienten tatsächlich lieber drangenommen werden als eben die von diesem NHS. Was zwar, sag ich mal, ein Unding ist, aber das ist ja in Deutschland nichts anderes. Bei der NHS ist es so, dass man halt nicht zahlen muss. Das heißt, man geht dahin, lässt sich behandeln und geht wieder weg, wenn man dann irgendwo mal wegkommt. Bei der privaten ist es wie bei den Deutschen. Das heißt, du hast halt einen bestimmten Plan, gehst dahin, zahlst erstmal deine Behandlung, nachdem du fertig bist, nachdem sie dir irgendwie den Zahn rausgerissen haben. Und danach gehst du dann wieder zu deiner Krankenversicherung, lässt dir das Geld wiedergeben und fertig ist die Sache. Here's your money, Dad. What? Did you owe me some money? And Homer, here's your bill for $4,000. Stop! Where's my money? You got my money? Where's my money? Seriously, where's my money? In Brasilien geht es ähnlich. Also ich weiß nicht, muss dazu sagen, wie hoch die Kosten sind für die privaten Krankenversicherungen in England. Das habe ich leider nicht so gut gefunden. Ich habe es einfach nicht gefunden. Die NHS, wie gesagt, habe ich keinen Preis gefunden. Ergo gehe ich davon aus, dass sie kostenlos ist. In Brasilien ist es folgendermaßen. Es gibt eben das SUS und eben auch die Privatversicherung. Der Hauptunterschied ist, dass die SUS eben komplett kostenlos ist. Das deckt damit irgendwie 80% der Krankenversicherten ab. Also im Endeffekt die Regierung zahlt es und damit werden dann halt die Krankenhäuser und so weiter beschäftigt. Die private Krankenversicherung wird so ähnlich wie in Deutschland vom Konto abgezogen und da ist es so, dass es 11 bis 16% sind, also so ein Mischmasch aus unserer deutschen Krankenversicherung, weil die deutsche liegt da um die 16%. Die ist aber dann die private, ergo ist dann die Behandlung auch gut. Davon sind gerade mal irgendwie 25% der Brasilianer haben diese, weil es ja ein bisschen Geld kostet. Die öffentliche auf der anderen Seite ist aber so, dass sie komplett kostenlos ist. Das heißt, wie in Großbritannien die NHS, ist es so, dass man mit der SUS
eben ja, einfach ins Krankenhaus geht. Dann muss man halt Glück haben, dass dann auch ein Arzt da ist, der einen behandeln kann. Wartet man dementsprechend und dann ist man eben in Behandlung und danach ist alles für lau. Das heißt, ich war da auch schon mal gewesen, ich hatte eine Behandlung gehabt, ich habe auch so eine SOS-Karte. Ja, ich hole sie mal eben, eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Die sieht ungefähr so aus. Ist ein kleines Stück Papier, sollte man sich normalerweise auch dann einrahmen. Also das heißt, dass das nicht wegkommt. Wie ihr seht, habe ich es nicht gemacht und ich habe es immer noch, aber egal. Damit gibt man, also die zeigt man praktisch vor und dann ist klar, okay, der kriegt eine kostenlose Behandlung, also der kann erstmal ein bisschen warten. Vorteil ist eben bei diesem SOS im Endeffekt, man muss halt absolut nichts zahlen und selbst Ausländer, so wie ich, die ja eigentlich nicht in das Sozialsystem da eingezahlt haben, dürfen das trotzdem nutzen, was ich sehr beeindruckend finde. Habe zum Beispiel damit auch einen AIDS-Test machen lassen, der auch für lau war. Why not? Die private Versicherung in Brasilien ist, wie gesagt, zwischen 11% und 16%. Ist eben so wie auch in den deutschen oder in der britischen Versicherung, dass die Leute dann eben bevorzugt werden, dass die Krankenhäuser normalerweise auch besser bestückt sind und so weiter und so fort. Das heißt, wie überall ist die private Versicherung tatsächlich besser. Das ist zwar ein bisschen schade, aber gut, was willst du machen? Ne? Halt nicht die Hand in den Mixer stecken. Gut, ich glaube, das war's. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, könnt ihr mich gerne fragen. Ansonsten Kommentare schreiben, liken und subscriben. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei iCat, Mr. WeWork oder Carsten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Snow. Nervig, Schnee.